Kinder, da, da wohnt ein Mann, der noch nicht lesen und schreiben kann. Er ist behaart und hat auch keinen Fotoapparat. Er nimmt zwei Steine in die Hand und malt sich Bilder an die Wand. Boah, ein Ungeheuer! Nein, mit den Steinen macht er Feuer. Wir tanzen, tanzen, tanzen um das Lagerfeuer rum. Und wir laufen, laufen, laufen alle links herum. Wir hüpfen, hüpfen, hüpfen. Mensch, das sieht gut aus. Und jetzt laufen alle geradeaus. Der Neandertaler geht auf Jagd, nimmt sich einen spitzen Stock und geht mit dem Stock in den Wald hinein und bekommt einen Riesenschock. Er sieht ein großes Mammuttier, tritt dabei auf einen Ast. Das Mammut schaut und erschrickt im Nu und haut dann einfach ab. Wir rennen, 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 alle hinterher. Wir drehen uns im Kreis, das ist doch gar nicht schwer. Wir stampfen, stampfen, stampfen auf dem Boden auf. Oh, jetzt wird es schwierig, es geht nun bergauf. Der Neandertaler will schlafen gehen und macht es sich bequem. Auf 20 Metern im Quadrat kann er in der Höhle stehen. Er legt sich auf den Boden und deckt sich zu mit Laub. Doch klitzekleine Ameisen kitzeln seinen Bauch. Und wir lachen, 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 das macht uns viel Spaß. Denn wir kitzeln, kitzeln, kitzeln unseren Nebenmann. Jetzt lasst uns nochmal hüpfen und die Geschichte ist gleich aus. Doch wir gehen noch lange nicht nach Haus. Wir tanzen, tanzen, tanzen um das Lagerfeuer rum. Und wir laufen, laufen, laufen alle links herum. Wir stampfen, stampfen, stampfen auf dem Boden auf. Doch wir gehen noch lange nicht nach Haus. Doch wir gehen noch lange nicht nach Haus.